Okay, willkommen zurück zu einem Special Part von Super Mario Sunshine. Erinnert euch an Part 11 und der Hardcore Mental Challenge of Doom? Ich habe da mal die Aufgabe an den werten Herr Keanu gestellt, dass er die mal versuchen soll. Und er wird das jetzt auch in diesem Part versuchen. Er ist jetzt mal schwer behaupten, dass er das im First Try schafft. Und wenn doch, dann ist er einfach der absolute King. Weil ich spiele das die Mission jetzt übrigens zum allerersten Mal. Also, die Mission hat das wirklich in sich. So, das ist diese komische Flipper-Kacke hier. Ja. Und ich bin da, wahrscheinlich haben es auch einige Leute gesehen, ich bin da gegen Ende total durchgedreht. Mhm. Also ich hatte regelrecht schon die Wut. Aber das hat man auch, wenn man so kurz vor dem Ziel scheitert. Nein, das... Ich will das Ding nicht unbedingt nutzen. Jetzt muss ich es aber anscheinend doch. Der wird ja behaupten, die Aufgabe sei ja einfach. Nur das Problem ist halt, dass die Physik in diesem Minispiel halt eine eigene Physik hat, dass man da fast nichts entgegensteuern kann. Und wenn dann die Kamera auch nicht mitspielt, dann hat man gleich zwei Gegner. Einmal die Physik und die Kamera. Moment. Nee, nicht so. Ups. Oh, wie geht man hier nochmal in den Zielmodus? Ach shit, das funktioniert nicht. Mit der R-Taste. Ne, funktioniert nicht. Steuerung, goddammit. Auf jeden Fall ganz oben, da wird man so komisch weggeschleudert. Und wenn ich mich komisch anhöre, ich bin ein bisschen verschnupft, das bitte ich zu entschuldigen. Deswegen folgt auch am 23. kein Livestream. Macht es irgendwie wenig Sinn, das anzukündigen, wenn ihr das Video erst am 24. seht, so als Bonuspart. Aber nur damit du schon mal wisst, wieso es am 23. kein Stream gab. So. Ich will das am liebsten mit Wandsprüngen versuchen, dass ich da hochkomme. Und das funktioniert irgendwie nicht ganz so gut gerade. Vor allem, wenn die Kamera sich dann immer von selber dreht. Die Kamera gerne so. Es wäre schön, wenn es hier einen Wasserpudel geben würde, damit man sich ein bisschen auffüllen kann. Schlecht wäre es auf jeden Fall nicht, wenn es so etwas geben würde und ja. Sobald ihr einmal da unten seid, dann könnt ihr es fast schon vergessen. Was? Da Spiegel? Kommt ihr nicht mehr Kamera? Raus. Ich habe aber nicht gesagt, dass ich es in First Try versuche. Ja. Die Challenge besteht ja darin, dass ich es ohne Save States mache. Wenn ich mich recht erinnere, was du gesagt hast. Auf jeden Fall ohne Save States. Also First Try war nie die Rede. Vor allem, ich bin nicht eingeübt in dem Spiel. Das wäre gar nicht machbar. Für mich wäre es vielleicht noch machbar, aber dann müsste ich es halt noch Fuck, jetzt habe ich die... Dass ich das jetzt überstanden habe, trotz falscher Düse. Wow. So, falls es ein paar Experten darunter gibt, wie das genau funktioniert mit der Steuerung, dann erklärt mir das bitte. Okay, er passt da gar nicht durch. Ja, aber wird einfach weggedrückt. Normalerweise, das ist breit genug, dass er da durchpassen müsste, aber tut's nicht. Kann er nur eine bestimmte Anzahl an Wandsprüngen machen? Eigentlich nicht, das sollte sie eigentlich unbegrenzt können, außer ob wer wieder irgendwas einprogrammiert, was es verhindern soll. Weil manchmal bricht er hier schon ab.
Weil so hatte ich das die ganze Zeit nämlich vor, mir die hier vorne zu holen. Wäre auf jeden Fall mal eine kluge Taktik. Aber wahrscheinlich ist es das Springboard da unten, das einen immer wieder unkontrolliert lässt. Das habe ich auch schon. Naja. Zumindest jetzt... warst du schon mal im Ziel, aber die roten Münzen waren halt leider noch nicht alle da. Ja, die sind da drüben noch, die letzten beiden. Da muss ich jetzt rüber. Mit dem Ding. Ach, shit. Ich weiß selber nicht mehr, wie viele Versuche ich gebraucht habe, wenn man jetzt mal die Selbsttests wegrechnet. Genügend. Da bin ich mir sicher. Ja. Die ersten zwei, die waren alle sehr gut perfekt. Ich hatte die 8 roten Münzen, aber dann sagt einfach das Spiel, nö, du stürzt jetzt einfach ab. Wow, hat man das gesehen? Ja, das ist eben das Wiese daran. Das Spiel drückt einen nach vorne, das ist unfair, das dürfte eigentlich nicht passieren. Ja, das ist eben das. Deshalb rechne ich das jetzt schon als Bug an. Mhm. Weil es ist faktisch unmöglich, dass man da plötzlich so einen Boost bekommt, ohne dass irgendwas passiert ist. Wer auch immer das programmiert hat, der hat irgendwas an dem Code falsch eingetippt. Der ging immer davon aus, dass man es über den Springboard macht. Wieso sich Mario da an der Kante nicht festhalten will, ist auch ein Rätsel. Yay, wieder ein Ziel! Kamera. Da wird man nach vorn geschleudert. Das hat man wieder eindeutig gesehen. Da wird es schwer, an den hier vorne zu kommen. Daher... Ups. Ach komm, machen wir das erstmal so. Also bei mir sind sie mit die untersten, da fast kein Ziel hast. Okay, er kann sich da gar nicht festhalten, weil da wird er auch von diesem Ding weggedrückt. Das habe ich jetzt gerade gemerkt. Was war das denn? Gegenarbeiten kann man da auch so gut wie kaum. Man muss da wirklich von Anfang an vorsichtig rüberkommen. Sonst wird er in einem unsichtbare Macht wegdrücken. Ach Mist. Leben habe ich eigentlich noch 51. Okay, da brauche ich ja. Weil sonst hätte ich nämlich gesagt, wenn ich nur noch eins oder so gemacht hätte, hätte ich jetzt an dem Punkt Sicherheitssafe gemacht, den ich aber nur lade, wenn ich tatsächlich dann runterfallen sollte, damit ich nicht immer wieder zu dem Level zurückgehen müsste. Oh. Das hier ist der schwerste, den will ich am liebsten zuerst weg haben. Ja, wäre auch so meine Empfehlung, halt lieber zuerst die unten. Aber da halt hinzukommen, das ist das Schwere. Nein. Mario, hast du mal mit einem epileptischen Anfall oder wie? Ja, sieht man. Er wird zurückgedrängt, obwohl er gar nicht zurückgedrängt werden könnte. Mhm. Und wenn man dann springt, passiert eben sowas. Wobei das auch nur oben ist, also sobald der eigentlich unten ist, ist das glaube ich nicht mehr vorhanden. Das ist einfach nur der obere Teil. So, jetzt habe ich die wenigstens schon mal. Ich weiß halt noch nicht, ob man im freien Fall die Düse nochmal benutzen kann.
So. Kamera. So, hast du auf jeden Fall mal gut getroffen. Die kann man dann nicht nochmal nutzen. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Oder ich hab's vielmehr versucht. Ja, komm. Also muss man das praktischerweise von oben lösen. Mhm. Aber ich finde das Level noch raus. Beziehungsweise bin noch in der Lernphase, boah, Herausfindphase, so endlich. Na gut, dann hole ich mir jetzt die, danke. Er könnte da auch ruhig schneller runterrutschen, finde ich. Hm. So. Sobald man einmal gelandet ist, kann man wieder. Aber nur nicht ganz im freien Fall, also man muss erstmal landen. Whoop. Okay, was war das jetzt für eine Aktion? Kleiner Fun Fact, ich hatte das Projekt auch mal vorgehabt zu machen. Das war aber noch ganz früher, so 2011 oder so. Und wenn das jetzt so anzieht, wäre es nochmal in der Planung oder würdest du dann besagen? Nein, 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 nee. Okay. Da man kann auch nicht nach vorne springen. So, aber jetzt bin ich rangekommen. Also wenn ihr gerne das Projekt noch sehen wollt, ich habe es bisher noch nicht gesehen, dann geht ihr unten auf die Playlist. Ich verlinke die noch in die Videobeschreibung. So, langsam bekomme ich ein Gefühl dafür. Jetzt muss ich nur noch da unten reinkommen. Wobei zu dem aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht alle Parts vorhanden ist. Ich glaube, morgen, also dem Zeitpunkt, an dem mit dem Part sind, ist, glaube ich, Part 16 Shit. Kommen. Das kann 17, ich weiß es nicht mehr. Das kann sein. Ich weiß nur, dass heute der Breath of the Wild endlich zu Ende ging, nach etwa 3 Jahren. Okay, wir haben das Spiel bereits gespielt, als die Switch und das Spiel noch gar nicht draußen war. Sehr gut. Entschuldigung, ich weiß noch. Wir haben jetzt 2019 und die kam vor exakt 2 Jahren raus, die Switch. Oh, ich habe die Düse schon wieder vergessen. Ah. Ich hab's aber gerettet irgendwie. Heilige Scheiße. Meine Fresse. So viele Unterbrüche, wie es dazwischen durchgab, da bin ich auch froh, dass das endlich mal vorbei ist. Ich hatte auch kaum noch Lust auf das Projekt irgendwann. Wobei ich mir selber mal gesagt habe, ich möchte es mal im Mastermode spielen. Die Lust hätte ich zwar, aber die Zeit fehlt mir noch. Ne, man muss tatsächlich einmal gelandet sein, damit man wieder fliegen kann. Okay. Das habe ich jetzt bestätigt. Du hättest schon längst deine Ausraster gehabt, ey. Ja. Ich hätte schon längst das Gamepad irgendwo hingeschmissen. Da kann man mal sehen, was ein Unterschied zwischen dir und mir herrscht. Bin leicht reizbar. Oh, ich vergesse immer, dass ich das scheiß Ding ändern muss. Shit. Ich hatte keine Zeit mehr, die Kamera noch irgendwie zu drehen, sonst hätte ich ja das besser hingekriegt. Das ist aber auch dumm, dass die sich automatisch dreht und dann nicht einfach auf dem Punkt bleibt, ey. Macht's doch umso schwieriger. Wie ich einfach jedes Mal vergesse, diese Düse umzustellen, ey. Passiert. So. Für die End ist zu einfach.
Nein, das geht glaube ich nicht. Was? Also gerade mit Turbodüsen kommt man nicht in die Challenge, aber ich glaube mit Raketendüsen schon. Es ist halt die Frage, ob man die behält. Das weiß ich nicht. Wenn ja, dann hätte man noch eine extra Gen für die, die sagen, ja, das ist zu einfach, das kriege ich was drin. Dann versucht das mal mit der Raketendüse. Wenn wir das hier hinter uns haben, dann versuche ich das mal. Wäre mal interessant zu erfahren, ob es so eine Möglichkeit gibt. So, wunderbar. Das hat eigentlich so funktioniert, wie ich es wollte. Na gut, dann halt. Ja, man kann's nicht. Man muss dafür dann einmal gelandet sein. Aber die offizielle Bestätigung. Das ist so unlogisch, dass man dafür gelandet sein muss einmal. Aber Mario kann ja trotzdem den Fall nach hinten fassen. Wie oft habe ich das jetzt schon vergessen, das Ding umzustellen? Dann bleibt er nicht mitgezählt, sonst könnte ich es genau sagen. Aber da ich es jetzt vergessen habe, mal wieder. So, umstellen. God damn it. Eigentlich war ich in der perfekten Bahn. Das Spiel sagt mir, ne, was denn nicht. Ach, das kriegen wir noch hin. Also ich hab genug Zeit. Ja. Umstellen. Was zur Hölle? Als wäre da jetzt eine unsichtbare Wand gewesen, bin ich zack und zack hin und her. Und Mario macht immer, wenn er stirbt, das geht mir ein bisschen auf Keks. Ja, Mario, also die epileptischen Anfälle lässt du lieber mir sein. Genau, du kennst dich damit. Du kennst dich damit aus, du weißt, wie man die macht. Ja. Wobei ich jetzt schon über 11 Monate keine mehr habe und ich brauche auch keine weitere mehr. Ja gut, wenn jetzt noch eine passieren würde, also eine Ausrenkung sollte ja eigentlich nicht mehr vorkommen. Hat vielleicht nur ein, zwei Tage halt nicht mehr labern können, weil die Zunge ein Loch hat. Oder einen Abdruck. Ich saß bei einer Achterbahn und da bin ich so hart mit dem Unterkiefer auf die Stange, wo man sich festhält, draufgeknallt, dass ich mir die Unterzähne in die Oberlippe gebohrt habe. Au. Und zwar richtig tief, ey. Mist. Das hört sich schmerzhaft an und was ist auch so. Das war so schmerzhaft, ey. Ich hab so geblutet, das glaubst du nicht. So, das muss man aber auch irgendwann mal gehabt haben, ey. Ja. Ups. Ey, jetzt. Oh, dass das jetzt dank der Kamera nicht schief gegangen ist. Aber es gibt vielleicht das noch Schlimmer, das ist ein Verkehrsunfall, wenn du da schwer verletzt bist. Das ist der richtige Hauptpunkt. Ich spreche über solche Verletzungen, die eigentlich lustig sind. Und nicht wieder über irgendwelche Horrorszenarien. Die Kamera, sobald die sich anfängt da zu drehen, kann ich sie nicht mehr steuern. Beziehungsweise ich kann sie auch schon steuern, ich kann sie aber nur nicht mehr selber drehen, weil ich mit anderem beschäftigt bin. Hab doch noch so für lustige Unfälle. Außer einen gebrochenen Arm, weil ich aus dem Rollerskates ausgerutscht bin. Ach, da kommt vor. Blöd hingefallen. Versuch das jetzt doch mal so. Sonst kommt mir nichts mehr in den Sinn. Nein, es ist unmöglich. Wenn man bei diesem blauen Block die linke Seite runterkommt, dann kann man es eigentlich schon nahezu vergessen. Man muss die rechte Seite bei dem blauen runterkommen. Weil dann hat man noch eine Chance, da drin zu landen. Ja, rechts hat man noch mehr Platz, links ist... Das ist das Schwere bei dem. Da. What?
Die Challenge habe ich verloren, sobald ich Game Over gehe. Gut. Oh, ich habe schon wieder vergessen. Was war damals viele Leben geholt, wie man sieht, aber die gehen sehr schnell runter. Hm. Ich glaube, wir sind mit 51 gestartet und jetzt bei 37. Ja. Aber die kamen auch durch die Hund-Münz-Challenges. So. Die wird, glaube ich, wenn man den Spielstand lädt, aber nicht per Safe State, wird die, glaube ich, zurückgesetzt auf 4. Aber den wird per Safe State wieder geladen, dass ich den neuen Part begonnen habe. Ich habe den Spielstand normal geladen, von der Karte aus. Achso, dann ist es nicht so wie bei... Ups. Da schon wieder. Mario 64, in dem die Leben wieder auf 4 resettet werden. Hm. Ich finde sowas bescheuert. Man speichert die Leben doch eigentlich mit ab. Und wieso werden die dann resettet? Das kapiere ich nicht. Hm. Genau dasselbe wie bei Super Mario Galaxy 1 und 2. Wieso werden die resettet? Da diesen Lilan zu bekommen, das ist das Schwerste, finde ich. Weil der viel zu nah bei dir ist. Du wirst vorgeschleudert und du kannst dich nicht richtig fangen mit der Düse. Oh, Kamera. Ja, da wollte ich jetzt nicht unbedingt hin. Trotzdem danke. Dürfte ich mal hier raus? Das wäre ein nettes Spiel. Wow, ernsthaft jetzt? Der einfach nach links, rechts gedrückt. Na. Ich überlebe noch ein bisschen. So, jetzt kann ich sterben. Oh, schnell! Steht man nicht weg! So. Upsala. Toll. Das war eigentlich nicht mein Plan. Alle drei Münzen der Rampe zu verpassen. Das habe ich, hab ich im First Try geschafft. eigentlich nicht wirklich. Ich hab's ungewollt geschafft. Mann. Wenn man nicht vorher irgendwo ganz kurz landet, dann kann man das gar nicht mehr nutzen. Frag mich, warum die das so gemacht haben. Es dauert ja schon ein paar Stunden, bis man überhaupt sich nach hinten korrigiert hat. Damit meine ich hier so und so weiter. Das dauert ja auch schon so eine Zeit. Kamera. Richtige Richtung, bitte. So, endlich. Habe ich die mal wieder bekommen. Jetzt wollte er wieder nicht weiterspringen. Jetzt schon wieder nicht. Ich glaube, wenn man an dieser Ecke festhängt. Boah. Oha! Das war jetzt eng. Oh Mann, ey. Macht schon den Clip wieder durch. Da
Das wär's. Stell dir mal vor, du schaffst die Mission gerade und dann klippst du durch, ey. Hat da die bittere Erfahrung, durch den Nagel weggedrückt zu werden. Ich war schon da in der Mitte, ich war auf dem Nagel. Ich wollte runterspringen und dann drücke ich die Düse einfach weg. Das ist aber auch wieder das, was keinen Sinn macht. Ich hätte da einfach nicht rüberfliegen dürfen. Ich war auf den einen Nagel und hätte da runterfallen müssen. Aber nein, das Spiel drückt einen weg. Das ist unlogisch. Und selbst wenn, dann hätte ich da einfach nicht runterfallen dürfen, sondern in der Mitte gegen das Mittelteil knallen müssen, um dann runterzukommen. Das macht so keinen Sinn. Selbst in der Welt von Mario nicht. Da kann man mir erzählen, was man will. Der zwar nicht viel von Physik, aber so viel verstehe ich auch, dass das einfach unlogisch ist. Und wieso hält er... Wieso wird er da schon wieder aufgehalten? Ehrlich, Mario? Was meinst du, in welche Richtung werde ich jetzt geschleudert, wenn ich springe oder irgendwas anderes mache? Nach rechts. Wie weit nach rechts? Bis zur Mitte. Okay. Interessant. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich die Münze da unten schon habe. Nee, habe ich noch nicht. Unten links hast du, unten rechts. Nee, unten links habe ich die nicht. Ich habe die hier oben links. Weil ich habe ja 4 Münzen. Man versammelt am Anfang 3. Holy shit. Jetzt muss ich mich einmal schleudern. Kriege ich die? Ach, komm schon. Ich hätte es auf jeden Fall besser gefunden, wenn sie auch hinten auch noch ein Glas eingesetzt hätten, damit man wenigstens von hinten auch noch sehen konnte. Kann man ja so. Ja. Wenn das, wenn die Kamera da nicht drehen müsste. Ach, jetzt. Das wird jetzt lustig, ey. Ich muss jetzt hier auf der linken Seite bei dem blauen Block landen. Und die ist noch die gemeinste Münze. Darf erstmal bis nach hinten fliegen und dann hoffen, dass man dann unten landet. Okay, also das ist jetzt Betrug. Das war Bullshit. Ja. Vor allem ich stand auf dem Ding drauf. Ich konnte das Ding trotzdem. Ich stand auf dem Block drauf. Ich konnte aber meine Dingens da nicht einsetzen. Das hat mir das Spiel verwehrt. Also das finde ich absolute Scheiße. Und da hätte ich eigentlich reinfallen müssen, weil ich in der Innenseite stand. Meine ich zumindest. Müsste man dann im Video nochmal sehen. Wie schaffe ich es eigentlich immer, da den einen Rot zu verpassen, da am Anfang? Das verstehe ich nicht so ganz. Toll. Wenn man da irgendwo gegenknallt und der sich nicht bewegt, dann passiert, dann kommt man da auch nicht dran. Okay. Puh.
platzt doch immer wieder rein, wenn sie nicht soll. Ach, passiert. Nein. Kamera. So. Langsam bekomme ich aber endlich das Gefühl für diese Map. Als ich die Mission noch mal messbar gespielt habe, habe ich auch etliche Versuche gebraucht. Ja, das war mein allererstes GameCube-Spiel. Was hast du erzählt? Kommen, aber ich weiß nicht mehr genau, an welchem Weihnachten. Ich glaube, da war ich 5. oder 6. Klasse. Nee, das war mir zu gefährlich. Bin mir so unsicher, wie ich dahin will. Aber Nintendo, ich wäre immer noch dafür, wenn ihr davon noch ein Remake machen würdet. Vor allem von Paper Mario 2. Das sind zwei Spiele, die unbedingt ein Remake haben müssen. Gut. Wow. Oh, scheiße. Selbe Situation hatte ich auch. Siehst du, der ist noch nicht mal richtig mittig, ey. Ja. Genau die Situation habe ich das letzte Mal umgebracht, aber dich bringt er ins Ziel. Challenge geschafft, herzlichen Glückwunsch. Ohne Safe States. Ohne Safe States. Ohne Safe States. Ah, so, speichern und weiter. Ich habe doch gesagt, ich nehme die an und mach die. Ja. So, was war das, was du gerade hattest? Wegen der Raketendüse, ob man mit der auch ins Level kommt. Welche von denen ist die? Das ist die rote. Ja. Ich will nur wissen, ob die gespeichert bleibt. Oder wäre das eine extra harte Challenge für diejenigen, die halt sagen, ja, die ist zu einfach. Dann macht's gerne mit der. Ach, geil. Müssen wir erstmal auf das Dingens da warten, auf das Boot. Eigentlich nicht, man kann auch von der vom Wasser aus hochschießen lassen. Was hat dann kurz vor dem Abflug springen? So hätte er jetzt. Wow, first try. Jetzt. So. Hält man die Düse? Tatsächlich. Ja. Okay. Also, für die Overbros, wenn ihr meint, das könnt ihr im First Try schaffen, dann ist das die neue Challenge. Die gesamten 8 roten Münzen nur mit der Raketendüse zu holen. Vorausgesetzt, das geht natürlich. Ja. Weil das also muss. Das teste ich jetzt aus, ey. Aber er muss die Challenge nicht unbedingt schaffen. Das wäre jetzt mal nur so eine extra Challenge. Ich teste das trotzdem jetzt mal. Wenn das jetzt bitte noch einfacher ist als mit der Schwebedüse, dann. Oh Gott. Dann habe ich die ganze Mission immer falsch angegangen. Dann habe ich die Hardcore-Mission. Ja.
Der Wasserverbrauch ist aber ziemlich hoch. Boah, ey. Da, ich kann mich da... Was man versucht, man vor dem Sprungding zu deaktivieren, dass man dann hochgeschleudert wird und schauen, ob dann die Physik immer noch existiert. So hoch kommt man okay, gar nicht. Man kommt nicht hoch genug. Aber es sieht machbar aus. Machbar ja, aber das Wasser, sobald das weg ist, und das wird sehr stark verbraucht, das sieht man ja. Mhm. War's das? Nachkorrigieren kann man hier auch nicht wirklich. Aber dann ja nach vorne weiter geschleudert wird. Beziehungsweise in die Richtung, in die man guckt. What the hell? Die hintere Schönsteil ist eine Albert. Die auch gut? Holy shit, ey. Was? Da hat die Kamera. Die Düse nicht mal benutzen müssen. Mhm. Ich glaube, du hättest die auch so gekriegt. Ja, das ist aber Reflex. Das ist Reflex. Shit, ich kann das Ding hier nicht aufladen, während ich Wandsprünge mache. Oh, jetzt muss ich erstmal wieder hier rüber. Also Wandsprünge sind hier schon mal nicht drin. Noch safe. Okay, jetzt also fehlt noch der da oben. Ehrlich, wenn du das schaffst, dann bist du der richtige König. Nicht, ich sag doch, nicht übertreiben mit sowas. Es gibt Leute, die können das Spiel blind, glaube ich. Da kommt man so rüber. Glaube ich. Braucht man die Rakete noch nicht mal. Ups, ach scheiße. Sollte aber schon gerade hochkommen. Na? Da wurde ich da oben aus irgendeinem Grund gebremst. Da muss... Das ist so riskant, da die Rakete einzusetzen. Weil man sich damit halt dann nicht retten kann, wenn man überschießt. Nee. Oh Mann. Das muss ich irgendwie anders anstellen. Shit, da muss ich... Ich weiß ungefähr, wie ich das machen will. Ich muss nur noch das Timing dafür rausfinden. Shit. Es ist aber machbar. Ja, es also ist definitiv... machbar ist es auf jeden Fall. Ey, jetzt habe ich Blut geleckt, ey. Jetzt will ich das auch noch schaffen. Jetzt will ich's wissen. Die Challenge bleibt. Von wegen 0, dann ist Game Over. Mhm. Okay.
Ja, da auch eine Erkältung. Das war... Ach, fuck. Aber die Liederne ist doch einfacher zu bekommen, als ich dachte, weil ich hatte jetzt fast keine Probleme, da reinzukommen. Man darf halt nur nicht gegendüsen. Man muss einfach so gegenlenken, ohne die Düse zu nutzen. Dann ist wahrscheinlich der Fehler, dass man nicht mehr die Düse benutzt, wenn man dann denkt, man kann mit der... Da siehst du, ich, ohne Düse hatte ich kaum Probleme, da reinzukommen. Hm. Dann ist das wahrscheinlich auch das Secret daran, die Düse einfach nicht zu benutzen. Neu in den Grünen zu kommen, das ist schwerer. Kamera? Das hasse ich, dass ich die Kamera drehen muss. Wenn man die wenigstens festschalten könnte. Ich glaube, das Ding darf ich gar nicht benutzen, wenn ich da dran will. Ah, wie komme ich an den Grünen am besten ran? Ich versuche erstmal an die anderen beiden zu kommen und den kümmere ich mich ja zum Schluss. Also für links oben, da weiß mir schon mal, man braucht die halt nicht unbedingt die Düse. Ich versuch's mal so. Dann werde ich auch in die Richtung geschleudert. Okay. Interessant. Warum machst du das denn jetzt? Holy shit! Das war ein Trick. Tricky, 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 tricky. What the hell? What the hell? Kannst du mir mal erklären, was ich da jetzt gerade gemacht habe? So ein Trash-Sprung. Ich hab nicht mal eine Ahnung. Ich hab nicht mal eine Ahnung, wie der geht. Wenn man einfach im Sprung dann den Kontrollstrick dreht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den nicht gedreht habe. War einfach ein Random. Oder man kann das einfach mit Raketendüse auch einer. Ich weiß noch nicht, wie das genau wieder ging. Das will ich jetzt nicht ausprobieren. So, jetzt muss ich nur noch in den anderen Grünen irgendwie reinkommen. Das war ja das Problem gerade schon. Ja. Machbar ist es. Ich muss da halt nur das Timing finden. Das ist alles. Beziehungsweise ich stelle mich mal möglichst am Rand. Ne, da komme ich auch nicht hoch genug. Boah, ich habe auf der Seite immer so Schiss, dass ich da plötzlich irgendwo runterfalle. Wahrscheinlich sind da unsichtbare Wände, aber ich will es jetzt nicht bestätigen, ob es wirklich welche gibt. Weil ich weiß es selbst nicht. Boah, ich hasse es, wenn ich gegen die Wand klatsche, dann verliere ich immer Kontrolle. Ah, da sind solche Holzwände, okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da oben ganz in der Mitte eine unsichtbare Wand habe, durch die ich gebremst werde. Hm. Der Nagel hat dich aber gerettet. Jetzt muss ich nur noch in die Mitte kommen. Mm. Oh, alter Schwede. Oh, das ist immer so schön, wenn er da kleben bleibt. Und dann so Jahre braucht. Richtig slow-mäßig.
Wie will ich das denn machen, ey? Das Wasser wird doch langsam knapp. Ich kann mir nur noch 2 oder 3 Sprünge erlauben. Ich werde es wieder ohne Rakete versuchen. Wäre jetzt auch so mein Vorschlag gewesen. Das müsste ich hinkriegen. Toll. Da bin ich lieber auf Nummer sicher gegangen und da reingesprungen. Mhm. Aber es ist definitiv machbar, das sieht man ja. Ich bin auch schon mit der Rakete da reingekommen. Es ist machbar. Es ist definitiv. Aber Challenge trotzdem nicht geschafft. Ich habe das Ding nicht geholt. Ja, leider. Alter. Wir haben noch ein paar Leben. 22. Das sind 11 Paare Leben. Ja, man kann einfach gegensteuern, wie ich es gesagt habe. Ja, dann war das mein Fehler, also die Düsen nicht mehr benutzen. Ah, und da einfach ein bisschen weiter hinter starten. Und genau wenn man dann dort auf diesem Sprungding springt, direkt schon nach hinten drücken. So holt man sich Momentum raus. Hier. Okay, jetzt hat er sich dreimal an derselben Ecke den Kopf gehauen. Und das Einzige, was er sagt, ist, watch it! Okay, gut. Ja, wir schauen dir schon zu, Mare. Ich weiß, du bist. Ich glaube, ich habe gerade was gefunden. Mal gucken, ob das funktioniert, wenn ich noch mit dieser Situation komme. Shit, das hat so nicht funktioniert. Jetzt muss ich es nur wieder schaffen, darüber zu kommen. Ich krieg das Level noch hin. Beziehungsweise die Challenge. Das glaube ich dir aufs Wort. Denn ich weiß es. Boah, den grün habe ich. Jetzt nur noch der auf dem lilan. Gut. Jetzt habe ich... Und wie wenig Wasser ich hier verbraucht habe. Ja, das kriegt man... Das kriegt man... sogar mit kaum Wasser nutzen hin. Wenn sich da die Kamera nicht immer so dumm drehen würde. Mhm. Oh, das meine ich. Kamera will es irgendwie verhindern. What the hell? What the fuck? Bonus Challenge geschafft. Ja. Das gibt. Ach, ein extra Applaus, oder, meine Zuschauer? Ein extra Applaus für Keanu, er hat es sogar mit der schwierigen Bedingung geschafft. Holy shit! Aber Yoshi würde man da nicht reinbekommen. Nee,
kann man leider nicht auch mit ihm. Weil der kann ja auch nicht in die Welten rein, hast du ja gesagt, glaube ich. Ja. So, also. Ich habe deine Challenge angenommen. Ich habe sogar die Bodo-Challenge geschafft, ohne ein einziges Safe-State zu nutzen. Ja, und damit ist Keanu der richtige King von Super Mario Sunshine. Du sollst doch nicht was übertreiben, goddammit. Oh Mann. Na gut, irgendein Abschlussfazit dazu? Ich bin einfach nur sprachlos. Na gut, dann beende ich jetzt die Aufnahme an der Stelle und würde mal sagen, das war euer verschlupfter Keanu. Zusammen mit Kasonic 89, der es immer noch nicht glauben kann. Ja, eigentlich ist es deine Verabschiedung, warum ja, leite ich die ein? Zusammen, also mit... Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen wortlos. Das war auf jeden Fall Super Mario Sunshine, der Bonus-Part, die Rote Mützen Challenge of Doom. Dann sehen wir uns im nächsten Projekt wieder. Bis dann. Ciao.